Ja, und es geht weiter mit Let's Play Kingdom Hearts 358 or 2 Days. Ich habe hier schon mal ordentlich sortiert und habe nun folgendes. Mal wieder Plasma des Unheils, Feuerstufe 5, 12 Mal, Eis habe ich mal wieder reingenommen, aber nur zweimal, weil wir das echt selten nur benutzen. Blitz habe ich 6 Mal und Vita 6 Mal, alles Stufe 5. Purzelbaum haben wir jetzt Stufe 3, da kommen wir jetzt glaube ich noch weiter mit. Dann haben wir Gleiter Stufe 2, damit sind wir jetzt noch schneller. Luftgrätsche Stufe 2. Kombosprung, ach ja, genau. Genau, das ganze Übliche. Und Endlimit. Das kann ich euch auch nun zeigen. Und jetzt kriegen wir auch endlich den Runentech dank der Mission, die wir jetzt von Axel bekommen haben. Ich bin froh, dass sie nicht sinnlos war, weil im letzten Part ging ja echt alles runter und drüber. Und es geht um Schattenflecken mit Xion. Und eine Premium-Kugel gibt es hier noch. Also hier können wir richtig abräumen. Also war das doch nicht so sinnfrei, was wir im letzten Part durchgemacht haben. Und hier die Schattenflecken sind echt alle wie auf dem Präsentierteller. Kann auch jetzt mal in den älteren Missionen, da gab es ja auch mal so ein paar, da konnten wir noch nicht alle kriegen. Das müsste jetzt eigentlich möglich sein. Also wir müssen echt noch höher springen können. Kann natürlich auch noch möglich sein. Nur das ist halt wieder Wunderland und hier ist ja alles fies versteckt. Ich will ja nicht wissen, wie das hier mit den Schattenflecken so ist. Und okay, da haben wir schon einen. Ach, und da kommt ein Mega-Schatten durch. Den machen wir jetzt so ganz schnell fertig. Ach genau, und wenn ich schon dabei bin, das legen wir auf, was noch nicht besetzt, B, ne? Ne, so. Jetzt dann auf Y, ne. Ne, Vita mache ich auf. Ach, wie habe ich das sonst immer gemacht? Vita auf B, so. Dann hat man, da haben wir unsere Übersicht dann. Ich hatte zwar immer so ein spezielles Schema, wie ich das immer sortiert habe, aber weil sie so gemischt alles haben, spielt das jetzt auch nicht so eine große Rolle. Ach, war dumm, dass ich jetzt aber abgehauen bin, weil jetzt respawnt er wieder und jetzt hat er wieder seine KP. Aber AP war, aber wir haben ihm eh nicht viel abgezogen. Wir sind Schatten durch von gerade. Und noch so einer. Da steht zwar immer Y für Combo und dann blockt er immer einfach. Und ein Aero-Rezept und Windstein. Und da haben wir den nächsten. Wir werden immer von diesen Schatten durchgebracht. Das ist sehr interessant. Diese Schattenflächen, die gab es ja in Kingdom Hearts 1 ja ursprünglich als Bosskampf. Da gab es nämlich einen speziellen Boss, der hat einfach mal diese Schattenflächen verursacht und die muss man dann einfach nur zerstören. Und dieser Boss hat sich halt mit allen Hüllen gewehrt, damit man das nicht zerstört. Und ja, und das ist eigentlich cool, dass sie das hier nochmal so ein bisschen wiederverwendet haben. Ohne Schatztour, die nehme ich doch mit. Diamant. Ah doch, man, stimmt, nach zwei Schlägen muss man dann diese Combo machen, das verstehe ich. Also Y drücken, dann macht er diese Combo. Ich habe mal irgendwie nach drei Schlägen das erst gemacht. Aber mit dem Gleiten dürfte jetzt auch etwas schneller sein. Kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ein bisschen schneller ist das schon, oder zumindest hält das jetzt länger an. Ja doch, Feuer ist richtig gut gegen die. Ja, kommt und jetzt noch den finalen Schlag, wollte ich gerade sagen. Haben wir jetzt aber auch gelandet. Aber wir sind noch am Anfang der Mission. Vielleicht schon das nächste Opfer. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber auf die gehe ich jetzt nur noch mit Feuer. Weil echt, die halten schon viel aus. Aber die sind nicht so nervig wie diese Gegner, die immer sich wegteleportieren und alles. Also diese Schattendurcher als Gegner, die finde ich noch okay eigentlich. Und hier wird man eigentlich richtig belohnt in dieser Mission. Geile Sachen in den Schatztruhen. Ja, finde ich geil. Es war klar, dass da auch noch eine ist. Es war so klar.
Aber gehen wir mal weiter und wie es aussieht, müssen wir in diesen Wald und ja, da haben sie ja genug Verstecke. Hier am Rand irgendwas, ja, ein Abzeichen. Hier verstecken die eigentlich immer was. Da noch ein Schattenfleck. Und ja, ah, hier wieder. Ah, die! Die gab es ja auch schon lange nicht mehr. Ja, die machen zwar ein bisschen Schaden, wenn man die angreift, aber das ist egal. Also den, das bisschen Schaden gehe ich ein. Vor allem, ich will auch den Limitbrecher zeigen, wie der jetzt aussieht. Der ist nämlich verdammt episch. Oh, her damit! Her damit! Alter Schwede! Ja, also jetzt kriegen wir dann richtig geile Sachen, aber wir brauchen die Sachen jetzt auch, weil es jetzt halt nicht mehr so einfach ist, alles zu schmieden. Und auch den haben wir. Na gut, wir haben ja schon mehr als die Hälfte. Vielleicht ist die Mission ja ausnahmsweise mal angenehm. Obwohl es eine wunderbare Mission ist. Weil die scheint echt mal nicht so anstrengend zu sein wie die anderen bisher. Oh, das freut mich. Vita-Rezept nehme ich mit und... Aber Reichweite hätte ich plus will ich auf jeden Fall behalten. So. Ich sehe schon, da oben ist was. Und hier sind nochmal Brabbelbalken oder wie auch immer die Mehrzahl ist. Sehr gut, die haben wir jetzt also auch. Und ja, ein Schattenfleck, her damit. Und jetzt, wie gesagt, jetzt müsste ich eigentlich in der Lage sein, alle von denen auch zu finden. Hoffe ich. Ach, was soll das denn? Fallabzeichen, ja damit. Einen weiteren gekillt und da gehe ich bestimmt nicht rein, weil es ja wieder eine Falle ist. Und so, sehr gut. Nach dem habe ich jetzt keinen Bock, mich mit dem rumzuärgern. Ich habe... Ach nee, doch nicht. Ich hatte mal eine Erinnerung gehabt, dass da mal irgend so ein Schattenfleck war, wo ich dann immer wieder runtergefallen bin, aber vielleicht... Oh. Vielleicht war es auch was anderes. Ja, interessiert mich nicht, ich will noch hier bleiben. Wir nehmen jetzt nämlich High Potion, obwohl ich schon volle KP habe. Nehmen das Vita-Rezept dann wieder mit. Denn jetzt fehlt nur noch eine Schatztruhe. Ja, dann haben wir alle. Und wo sind jetzt die Gegner? Was meinst du hier unten auf der Karte? Ach genau, hier waren wir auch noch nicht. Ja, dann kommen wir noch in dieses eine Haus rein. Da ist bestimmt dann der Rest noch. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber wo sollte sonst noch was sein? Und jetzt kommst du jetzt in die da, wo man nicht hinkommt. Das wär's. Hä? Was war das? Boah, nein! Och, ey. Ihr habt überhaupt kein Mitleid. Setzen sie nochmal diesen Boss hier rein. So völlig random. Aber egal. Er gibt ja schöne Erfahrungspunkte. Und ich meine, das ist anfällig gegen Eis und Feuer. Und in der Zeit machen wir jetzt einfach den ganzen Rest noch. So schlimm war der jetzt auch nicht. Ja, doch, Feuer ist sehr gut gegen den. Sehr gut. Und noch das letzte Mal Feuer. So, Blitz. Blitz ist auch stark. Pyrokristall haben wir, glaube ich, tausende von. Ich mach jetzt echt mit Magie fertig, voll geil. Und nochmal mit Eis. Kann ich leider den Limitbrecher noch nicht zeigen, schade. Schade, schade, schade. Und Komponente C. What the fuck, ey, wie wir am Abgreifen sind. Was ist in der Schatztruhe drin? Windkristall, ne, den lasse ich jetzt aber hier. Tatsächlich, die haben da oben einen hingemacht. Ey, das finde ich jetzt voll scheiße. Jetzt kann die Mission ja gar nicht mehr beenden. Weißt du, ehrlich, ihr habt ja schon den letzten Part gesehen, wie verzweifelt ich versucht habe, da dran zu kommen. Vielleicht kann man ja auf die Schatztruhe drauf, irgendwie. Nee. Hätte ich jetzt aber auch nicht erwartet, dass das geht. Wir kommen einen Versuch noch. Nee. Ich war am höchsten Punkt, der nur möglich war. Schade, können wir nicht mitnehmen.
Aber okay, aber wir haben trotzdem gut abgegriffen bei den ganzen Materialien. Dann haben wir nochmal den Gegner besiegt, der gibt auch nochmal schöne Erfahrungspunkte. Und ihr werdet jetzt auch nochmal besiegt. Also, ich bin zufrieden. Wir müssen einfach nur ein andermal nochmal hierher zurückkehren. Aber das mache ich ja auch gern. Ja, ich kehre so gern in diese Welt zurück, an die ich schon so viele schlimme Erinnerungen habe. Nein, aber diesmal bin ich zufrieden mit dieser Welt. Die Mission war jetzt eigentlich, die war nicht cool. Weil die haben jetzt echt die nervigen Gegner rausgelassen. Das ist, also ich, ja, weil sonst, bisher habe ich mich immer aufgeregt im Wunderland, aber die Mission fand ich jetzt echt cool. So ein bisschen Schattenflecken besiegen, die waren jetzt auch nicht zu scheiße versteckt. Und ja, und die geilen Belohnungen. Nee, fand ich echt cool. Und reicht es nochmal für ein Level ab? Fast. Ja, aber was wir jetzt hier nochmal alles bekommen haben, echt nice. Und wir haben, wo ist es? Wo ist eigentlich die Runentech Plus, die uns hier versprochen wurde? Komisch, weil da stand jetzt. Oder was jetzt wieder ein Bug oder sowas? Ja, alles ist ein Bug. Ich gucke jetzt mal, oder habe ich das jetzt, das wird jetzt noch nicht angezeigt. KC4 können wir uns jetzt machen. Okay, hier finden Sie nur noch ein Schildtech Plus für Doppelring. Oh, Erfahrungsstufe Plus, Stufe 2. Hier müssen wir für ein Silber abgeben. Gefahrenmod. Die große Kombo-Reichweite können wir uns doch gar nicht leisten. Ja, werde ich dann, glaube ich, auch noch nicht. Ey, tatsächlich, wir haben gar keinen Runentech Plus bekommen. Ey, nee. Holen Abwehr. Aber warum? Warte mal, das stand doch in der Mission drin. Ach, ups. Ach stimmt, auf die können wir ja noch nicht zugreifen. Aber Sykes hat ja noch die Unterlagen. Ach so, nö, doch nicht. Dann besiegen wir den Trägergeist. Ich hoffe, die Mission ist nicht allzu lang. Ist mal wieder mit Schneekristallen. Aber hier kriegen wir aber ein Schildtech Plus. Da können wir uns diesen epischen Ring machen. Mit den Erfahrungspunkten Boost oder. Ach nee, mit dem. Ach, der hat irgendwas Cooles auf jeden Fall. Ich sollte mich beeilen, damit ich wieder nach Hause kann. Die Assi ist schon wieder. Ach, ihr schon wieder. Wieder erwischt. Los, weg hier! Wohin? Dort im Geheimversteck. Immer noch keine Erziehung gelernt. Ihr armen Kinder. Ach, diese Kinder gehen mir ganz schön auf die Nerven. Was hat das mit diesem Geheimversteck auf sich? Was verstecken sie? Ja, das ist die Frage. Ich muss ja auch sagen, aber ich selbst als Kind war eigentlich auch. Ich war irgendwie immer der Artige. Ja, doch schon eigentlich. Ich hing früher auch mal mit anderen Leuten rum und so eine. Also ich habe halt viele Kinder auch mein Alter in meiner Umgebung gehabt. Ich hing auch oft, also ich hing viel immer mit anderen Leuten auch herum. Aber ich muss sagen, viele Freundschaften habe ich auch ganz schnell abgebrochen früher. Weil das war wirklich. Die Kinder, mit denen ich rumhang. Ich kam mit denen meistens nicht klar, weil die hatten alle mal Spaß daran, irgendwie Scheiße zu bauen. Ich hatte keinen Bock auf da mitzumachen. Naja, mehr dazu gleich. Ah, Jack, ich bin gerade mit den Sachen fertig, um die du mich gebeten hast. Hier drüben. Blauer Kürbis. Danke, Doktor. Das wird garantiert ein unvergessliches Halloween. Zweifellos, du bist dieses Jahr in guter Form. Ich habe mich einfach von meiner Umwelt inspirieren lassen. Sehr gut, ein waches Auge für die Umgebung ist wichtig für einen Erfinder. Da fällt mir ein,
Hast du beim Erkunden Ogis drei üble Belger gesehen? Nee, nicht, aber ich. Sollen was in den Vororten vorhaben? Hast du eine Ahnung, was es diesmal sein könnte? Keinen blassen Schimmer. Sally meinte, sie hätte sie neulich gesehen. Ach was, das muss sie sich eingebildet haben. Sie war schon immer eine richtige Schwarzseherin. Ja, aber was haben diese blauen Kürbisse auf sich? Das Eisbomben oder so? Jo, tatsächlich. Bestimmt sind die dann nützlich gegen irgendwelche Gegner. Testen wir einfach mal. Nehmen das. Komm her. Ja, okay, es hat mich auch getroffen, aber scheiß drauf. Es hat ihn gewonnen. Nice. Und hier haben wir eine Schatztruhe und es ist kein Fake. Ja, was ich gerade sagen wollte. Ich weiß nicht, ich kam auch nie mit Leuten klar, die. Ich weiß nicht. Ich kann einfach nicht verstehen, warum welche Spaß daran haben, irgendwie. Ja, Scheiße zu bauen, Leute zu ärgern. Und ja, mit so Leuten habe ich vorher echt nie abgegeben. Also auch als Kind hatte ich das irgendwie schon und heutzutage sowieso nicht. Also ich muss auch sagen, ich habe, ja, ich will das jetzt nicht so genau ansprechen, aber ich habe einen gewissen Hass auf asoziale Menschen. Liegt aber auch sehr wohl ein bisschen auch in der Vergangenheit bei mir, aber auch so ein paar Menschen, die ich halt öfter mal sehe und ich weiß nicht, ich verstehe es nicht. Was ist daran so toll, andere irgendwie zu nerven? Andere irgendwie, ja, sich irgendwie über die lustig zu machen, was bringt dem das? Ja, dann fühlt er sich vielleicht stark, aber merkt er nicht, was er damit einen macht? Versetzt sich der jeweilige Mobber oder whatever, versetzt er sich nicht einmal in die Lage des anderen? Ist er zu dumm, darüber nachzudenken, wie es ihm vielleicht gehen könnte oder so, oder was er da vielleicht für eine Scheiße anrichten könnte? Da hab ich echt halt Verständnis für. Ja, ich gebe es ja zu, mir ist ja auch sowas mal widerfahren. Ich bin auch mal von so ein paar Scheißleuten mal ein bisschen gemobbt worden. Aber das ist schon längst Geschichte. Also seitdem hat sich auch mein Selbstvertrauen wieder ziemlich aufgebaut. Ich hatte auch mal so eine Phase, da hatte ich echt Angst vor jeden gehabt. Ich wollte einfach nur jeden sozialen Kontakt meiden. Und sowas, weil ich einfach echt keinen Bock mehr hatte auf Enttäuschung. Auch heute fühle ich mich auch manchmal alleine noch wohl. Ah, trotzdem, ich verstehe es immer noch nicht. Warum man manche Bock sich so zu verhalten? Ich könnte es gar nicht. Ich würde mich scheiße fühlen. Und hier. Nein, du schüttest mich. Oh, jetzt habe ich halt den Limitbrecher zeigen. Ja, ich hoffe. Er hat jetzt gerade You are finished gesagt, weil jetzt hat jetzt was Neues. Lass ich jetzt noch gleich aus, aber jetzt pass mal auf. Jetzt können wir mit Lichtstrahlen schießen. Das ist auch Roxas Spezialattacke. Hat man in Kingdom Hearts Recorded hat er die sogar mal eingesetzt und in Kingdom Hearts 2 geht Final Mix da völlig mit dieser Attacke ab. Ich glaube hier wäre, genau, jetzt baller ich mal ein bisschen mit Feuer drauf. Naja, aber bei sowas komme ich echt nicht klar. Also ich glaube, ihr wisst, was für Menschen ich jetzt meine, oder? Also welche, die einfach keinen. Ja, die einfach nur so aus Spaß jemanden niedermachen, nur um sich jetzt cool zu fühlen, aber die meinen, sie müssen jetzt von der Gruppe angeben und sowas, aber. Was bringt denn das? Jetzt mal ehrlich, und was ich ja interessant finde, ne, von all den Leuten, die, ich nenne jetzt keine Namen natürlich, die irgendwie mal. Ja, die ich sowieso nicht leiden konnte, weil die eh nur Scheiße gebaut haben. Die waren auch noch teilweise gut in der Schule. Und jeder einzelne. Scheiße. Und jeder einzelne von denen hat jetzt, also, jetzt ist nämlich gerade für mich Abi-Zeit. Einige sind schon teilweise fertig und sowas. Aber die haben alle verkackt. Ich glaube, fast jeder von denen hat entweder abgebrochen, hatte keinen Bock mehr auf Schule gehabt. Und die wollten lieber in ihren Assi-Straßenleben weiterleben. Die haben alle abgebrochen. Und ich muss sagen, ja. Ist die wohlverdiente Rache. Weil das ist einfach diese lässige Art, dieses Meinen, ach, das stört, dann mobben wir nämlich keinen Scheiß drauf, wie er sich fühlt.
diese lässige Art, die... Ja, damit schießt man sich nur ein Eigentor. Denn später ist nämlich diese... Ja, diese so... Ach, nur scheißegal Art, die hat später ganz große Folgen. Und ja, doch, Silber nehme ich mit, eindeutig. Silber nehme ich sowas von mit. War eh ein Thema, das wollte ich sowieso schon mal ansprechen, aber irgendwie bin ich irgendwie nie zugekommen. Ja, ich finde sowas auch schon wichtig, weil, ja, ich meine jetzt nicht nur Mobbing oder sowas, jetzt allgemein so alles dieses Niedermachen von anderen. Also ich habe da überhaupt kein Verständnis für. Sollte man auch nicht für haben, also das... Also deswegen, wenn jemand irgendwie sagt, hast was gegen Assis oder sowas, ich würde es eher schlecht finden, wenn jemand Assis toll finden würde. Also das ist halt meine Meinung, aber das... Ja, okay, ich bin jetzt eigentlich nur durch diese drei Assis hier aus dem Spiel jetzt auf das Thema gekommen. Aber irgendwie fand ich das doch schon war ein wichtiges Thema, aber dass man auch mal reden sollte. Und wir haben hier eine neue Map. Und hier soll es hier scheint wohl auch den Trägergeist zu geben. Ach ja, eigentlich ist das ja sinnlos, dass ich mal die Items fallen lasse. Da ist er bestimmt drin. Aber ich will gucken, was hier noch so drin ist. Blitzrezept brauchen wir nicht. Da sind wir hergekommen. Ich glaube, dann haben wir alles. Und ich denke, hier ist er dann drin. Tatsächlich. Ich habe noch ein bisschen Feuer. Oh, du Scheiße, ist ja riesig. Oh my goodness. Okay, ich habe nur 3 Feuer und er hat massig HP. Toll, und alles daneben. Oh, guck, komm, Blitz ist aus und eine Art Licht. Vielleicht reicht das ja gegen den auch. Komm, jetzt teleportiere dich. Ne, Blitz macht nichts gegen den. Dann müssen wir ihn so jetzt ein paar Mal schlagen. Zur Not haben wir noch den Limitbrecher. Oder mit Eis vielleicht. Ist Eis gut gegen die? Ja, Eis ist auch nicht schlecht. Habe ich jetzt gerade nur nicht mit dem Blitz getroffen. Kann das sein? Ja, okay, jetzt hat er sich in dem Moment wegteleportiert. Ach man, ey, nerv nicht. Er teleportiert sich echt immer weg, wenn ich ihn gerade angreifen will. Ja, das ist schon assig. Wenn ihr vielleicht auch so eine spezielle Meinung zu dem Thema habt, jetzt vor allem Assis oder das Niedermachen anderer, könnt ihr halt gerne in den Kommentaren posten, da kann man noch so ein bisschen drüber diskutieren. Aber wie gesagt, aber eigentlich kann man eigentlich nur gegen sein. Selbst wenn man auch mal, vielleicht, wenn man selbst Spaß in ihm haben sollte am Mobben und dass man das weiß, dass das, man weiß trotzdem, selbst wenn man selbst was hat, jeder Mensch ist doch noch, hat doch noch genug Hirn zu wissen, dass das nicht gut ist, dass er dann, der es halt scheiße baut. Also selbst wenn welche das machen, die, denen scheint das wohl auch bewusst zu sein, deswegen ist das halt dann nur egal. Die denken einfach nur so, komm, ich lebe nur einmal, ich soll eben Spaß haben im Leben, aber diese Art von Spaß ist einfach nicht richtig. Man kann auch anders Spaß haben. Oder sich irgendwie stärken oder sowas. Aber egal, ist ein anderes Thema, ein neues Thema ist nun der Trägergeist, der uns ja gar nicht mehr heranlässt. Ich hoffe nur, ich sterbe jetzt nicht, sonst werde ich böse. Ja, also ich hätte noch ein bisschen mehr Feuer einpacken sollen, beziehungsweise nicht so viel verschwenden sollen. Ach, ich habe das auch auf B gesetzt, stimmt. Mein Fehler. Ja, ich habe wieder das falsche Schlüsselschwert. Ich sollte mal wieder ein Schlüsselschwert zulegen, dass man wieder für Luft gut ist. Oder vielleicht sollte ich ihn mal ein bisschen blocken, weil dann gefriert er ja. Ja, komm her. Komm her, du. Du bist so ein Arsch, ey. Weiß man echt, was man gegen diese Attacke machen, der... Das ist meistens ein One-Hit. Jetzt habe ich nur noch diese Belebekraft gehabt. Ach,
Schade, ich dachte, ich kann vielleicht damit einfrieren. Aber ich glaube, das wirkt nicht auf Distanz. Und er greift mit den Händen ja auf Distanz an. Ja, dann macht euch gefasst auf einen langen Kampf. War komisch, dass wir letztes Jahr keinen Runentech bekommen haben, gerade in der Mission. Das stand ja in der Beschreibung ja drin, dass man das bekommt. Ach, oder man bekommt es bestimmt nur, wenn man die Mission komplett abschließt. Das kann sein. Ach, scheiße, kommen wir wieder nicht dran. Ja, aber jetzt mal echt, wie soll man da dran kommen? Ach komm, jetzt haben wir den gleich. Einmal zur Sicherheit nochmal heilen. So, komm. Jetzt haben wir dich gleich. Aber der Gegner ist auch so scheiße. Also im Moment kommen echt viele nervige Gegner, die einfach nur... die einfach nur hinhalten. Einfach nur strecken und sowas. Zum Beispiel die Gegner, die man kaum treffen kann, die nach jeder... nach jedem Angriff sofort ausweichen. Und einfach nur unfaire Attacken können. So, komm jetzt aber. Komm jetzt aber. Ja, ihr seht es, aber komm, jetzt haben wir ihn. Wir haben es hinter uns gebracht. Naja, haben wir jetzt auch alles. Damit wäre die Mission erledigt. Kehren wir zum Schloss zurück. Warum hat jetzt eigentlich wir gesagt, obwohl wir alleine sind? Oh, was ist denn jetzt los? Okay, was ist das? Es hat gerade... ja, weiß nicht, wie sah das aus? Es war einfach nur irgendwas Schwarzes... Böses. Ich meine, da ist doch eine Abkürzung, wenn es da durch die Wand geht. Achso, ist ja direkt daneben. Genau, hier war das. Nee, ich habe jetzt keinen Bock auf dich. Tut mir leid. Melde dich zu einem anderen Termin irgendwann im nächsten Jahr. Ich hau jetzt hier erstmal ab. Ja, okay, 27 Minuten. Ich sag ja, man soll so 25 bis 30 Minuten sein. Passt ja. Was ist jetzt los? Was geschieht nun? Hä? Was ist das? Hä? Ein weiterer Gegner. Parasitenspross. War das etwa das Viech, vor dem die drei Kiddies, die Assis, gerade Angst hatten? Das sah zumindest dem sehr ähnlich. Weiß nicht, Zadorn. Hat Malefiz was damit zu tun? Könnte sein, die hat nämlich in Kingdom Hearts 2 auch ein bisschen eine Scheiße. Ich wollte das total haben. Was war das? Hm, besser, ich erzähle das Sykes. Weil in Kingdom Hearts 2 hatte Malefiz auch ein bisschen Scheiße gebaut, da mit diesen Oogie Boogie. Wollten ein bisschen Scheiße bauen. Die wollten Weihnachten ausrotten. Aber Komponente 10 nehme ich mit, das werden wir nämlich jetzt oft brauchen. Und ich habe das Gefühl, dass Xion eigentlich bei der Mission dabei sein sollte, aber die war nicht dabei. Kann das sein? Willst du gar kein Eis? Was ist mit der los? Xion? Oh, entschuldige. Schätze, ich bin einfach müde. Willst du dich hinsetzen? Nein, ich gehe los. Bis später. Okay. Ja, die macht sich um irgendwas Gedanken. Eigentlich ist sie schon so drauf, seitdem die da gegen Rico damals das Battle verloren hat. Ach, und Axel ist ja da. Na, ganz alleine? Hey, Axel. Wo ist Xion? Sie ist gegangen. Du hättest sie eigentlich sehen müssen, als sie gerade da am Turm vorbeigegangen ist, in dem Moment, wo du dann gekommen bist. Oh, hab sie wohl übersehen. Oder das liegt an der Sprite Limitation.
Sie verhält sich in letzter Zeit seltsam, findest du nicht? Vielleicht geht es ihr nicht gut. Doch, doch. Sag das nicht immer. Wenn du meinst. Ich hoffe, wir bekommen bald wieder Urlaub. Wir können einen Ausflug zum Strand vertragen. Stimmt. Hä, was ist denn jetzt los? Nein, nein! Was macht die da? Wo ist es? Hab's! Da ist das Siegel der Organisation 13 drauf gewesen. Und Level up, Level up! Ja! Nice! Oh, wir haben zweimal Schild Tech Plus bekommen und Combo Tech Plus. Ein Leuchtkristall. Silber zweimal. Komponente C. Noch zweimal Silber. Wenn das nicht ordentliches Abräumen ist, weiß ich auch nicht weiter. In diesem Part können wir wieder sehr viel schmieden, würde ich sagen. Aber was ist mit Shion los? Was hat sie da gesucht oder beziehungsweise gefunden? Und was hat das mit diesen Ranken auf sich? Und was hat das jetzt alles für einen Einfluss auf die Story? Naja, ich würde sagen, das alles heben wir uns für den nächsten Part auf. Bis dann, Leute, und ciao.